Herzlich willkommen zurück zu Zorg Nemesis. Dann machen wir gleich mal uns auf die Reise und gehen zum Saturnax. Da müssen wir hier lang. Das war doch... drehen. Das war doch der mit dem Ring, ne? Also, Runde. Na? Da. Das ist so cool. Das sieht so schön aus. Also, es sieht nicht schön aus, aber es sieht cool aus, sagen wir so. Nee. Stimmt, er ist ja Erzbischof, ne? Mönch. Das heißt, dann ist es gar kein Tempel, sondern eher ein Kloster wahrscheinlich. So. Dann können wir nämlich jetzt gleich mal die, genau, Erde, Hitze und Dings verändern, die Welt. Das kennen wir doch schon. Die nehmen wir mit. Das können wir auch. Oh, Spielfehler. Ja, da, da. Sieht aus wie zwei Augen. Bam, badam, badam, bam. Okay. Genau. So, dann haben wir nämlich das. Und jetzt gehen wir nochmal da hoch. Fliegen. Oh. Und nochmal. Fliegen. So. Also. Da kamen wir jetzt nicht lang, ne? Genau, Zugang verboten. Genau. Eben habe ich hier irgendwas gesehen. Da hat was geleuchtet, oder? Da? Nee. Wo kann ich denn jetzt hier... Da muss ich mir doch irgendwie jetzt hier weiterkommen. Da! Das ist doch das, was da vorhin geleuchtet hatte. Oder was ich dachte, was leuchtet. Na toll. Hätten wir das am Anfang, ja, gewusst. Oh, das Lava blubbert hier. Der Feuerkathedrale. Ah, gut, jetzt sind wir also einfach mal nebenher gesprungen. Was hängt denn hier? Spenden Sie jetzt. Jeder Zorg-Miet bringt Weitsicht von den sechs Göttern der Gefühle. Ja, wollen wir gleich mal spenden? Komm, spenden wir doch gleich mal. Mhm. Wahre Ängste kennt nur der Schnelle und der sehr Beschränkte. Oh nein, ich sehe schon wieder was. Sechs Göttern der Gefühle. Wo haben wir hier mein Zettelchen und meinen Stift? Hier, das schreiben wir uns auch gleich mal wieder auf. Einen Moment. Also, dieser komische Käfer hier mit den zwei kleinen Fühlern. Der sehr schnelle und der sehr beschränkte. Das hier, das wird eigentlich wieder groß geschrieben, ja? Rechtschreibung mit Zenovia. Also... Der Käfer ist Ängste. Ängste. In Klammern. Schnell und beschränkt. So. Ein wütender Mensch ist ein selbstgerechter Mensch. Okay, das sieht auch so wütend aus, wie so ein wütender Smiley. Wut. Selbstgerecht. So. Langeweile ist die vollkommene Ausgewogenheit ohne Sinn. Ja, das sieht aus wie so ein Nichtsstreifen. Langeweile. Vollkommene Ausgewogenheit. Ohne Sinn.
Die Straße zum Glück ist mit guter Gesundheit gepflastert. Das sieht aus wie ein grinsender Smiley. Glück. Gesundheit schreibe ich jetzt einfach mal. Gesundheit, danke. So. Die Hüfte-Rundung, des Rückgrats Krümmung, ein Herzschlag fern von deinem eigenen. Hierin liegt die Absolution. Ich wollte auch gerade sagen, also das sieht auch echt aus wie so ein schöner Damenrücken inklusive Hängepo. So, das malen wir uns auch noch auf. Und zwar so, das können wir ja erkennen. Hüfte, Rückgrat, Herzschlag, fern von mir, Absolution. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jetzt kommt noch eins, oder? Für das argwöhnische Auge gibt es keine Fehler, nur falsche Richtungsweisung. Und das ist dann das letzte. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein böser Käfer. Argwöhnische Auge. Auge. Argwöhnische. Keine Fehler. Sondern Richtungsweisung. Ich habe mal wieder schön gekrackelt. Das kann ich wahrscheinlich nachher selber wieder nicht lesen. Gut, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, aber lieber. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Oh, das kann ich auch nur einmal lesen. Oder nachher liegt da wieder noch Zork Meat. Gut, dass wir es aufgeschrieben haben, weil jetzt war es das. Ach, das war das, genau. Hier stand doch auch noch was. Da hat doch eben schon wieder was geglitzert, ne? Nein, Spielfehler. Alles klar. So. Was sind denn das hier für Mönche? Da ist unserer gar nicht drauf, ne? Ist voll witzig, wenn man so ein Dolby Surround hört, höre ich. Links höre ich's blubbern und rechts höre ich's rauschen. Also. Beileidsbezeugung der Familie von Vater Mulligan, der gevierteilt wurde, weil er dem abgesetzten Vollstrecker den siebten Ton gespielt hatte. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um solche tragischen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie von Vater Goffmann, der verbannt wurde, nachdem er im Schlaf die verbotenen Worte Schiff Ahoi gemurmelt hatte. Schiff Ahoi, Schiff Ahoi, Schiff Ahoi. Wir begrüßen die Familie Bürten, die den Absurditäten des Bogomoid-Kultes entsagt und sich zur Weisheit des Zorkastrianismus bekehrt hat. Wir gratulieren Elvira Flachmann, Flachkopf, egal, die eine freie Parzelle im neu erschlossenen Spatzental gewonnen hat. Das sieht jetzt wie so neu aus, das Foto. Das können wir aber nicht mitnehmen, ne? Bringt uns das jetzt gerade eigentlich weiter? Nein, bringt uns nicht weiter. Nur, dass die ja irgendwie alle einfach mal umgebracht werden. Von Gott oder so. Ich wollte eigentlich da vorne lang gehen. Geht nicht. Hier kann ich doch schon wieder hochgucken. Oh nein, unsere Drehung. Da ist auch so ein Männchen, hängt da dran. Bringt mir das jetzt gerade weiter? Nee, ne? Bringt mich doch gar nicht weiter. Naja.
Oh, das sind irgendwelche komischen Köpfe schon wieder. Ein Buch, ein Bibel, Bibel. Sogdianische Bibel können wir uns nicht anschauen. Okay. Okay. Ihr seht ein bisschen merkwürdig aus, Leute. Du siehst süß aus. Frauen und Männer, hä? Komm, gehen wir erstmal da zu hier hin. Die hat komische Augen, die Alte. Da sieht ja ganz. Sind das hier die sechs? Ist das hier die Angst und die Wut und die Langeweile? Ja, ne? Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Sie verlangen nach Geheimnissen und verborgenen Kräften. Sie verlangen nach Geheimnissen und verborgenen Kräften. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Was willst du? Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Die. Sie verlangen nach Geheimnissen und verborgenen Kräften. Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Ist das hier ein Vater Unser oder sprechen die einfach in Rätseln? Das Joruk ist der Ruf der Vollstrecker. Das Joruk? Ich dachte immer, das ist der Joruk. Der Gott? Das Joruk ist der Ruf der Vollstrecker. Masken und Runen markieren den Weg. Masken und Runen markieren den Weg. Über und unter den feurigen Türmen. Über und unter den feurigen Türmen. Und siehste, das war klar, ich muss das hier echt zuordnen. Aber mal ganz ehrlich. Jetzt als Beispiel, was ist denn jetzt das Über hier? und unter den feurigen Türmen. Das kann ich doch gar nicht zuordnen. Ja, also da braucht man doch mal irgendwie mehr Infos hier. Alles klar, dann wandern wir gleich mal weiter hier. Bilder, auch Bilder, Türen, da ging es noch weiter. Oh, da geht es überall weiter. Dann schauen wir erstmal hier. Da ist doch irgendwas rausgebröckelt hier. Aber das sieht aus hier, als ob dahinter eine Tür ist, ne? Irgendwie. Wo geht man jetzt lang? Da mal lang. Da ist eine komische Treppe. Aber wenigstens sind hier mal andere Bilder mal wieder. Richtig schöne biblische Bilder. Die wurden dann bestimmt an die Sophia verkauft. Gehen wir erstmal hier lang. Das sieht doch schön aus. Das ist doch voll das Fegefeuer, oder? Joroks Fegefeuer. Aber total. Es sind ganz viele Menschen, die sehen aus wie Feuer. Oh Gott, ich kann mich hier voll verlaufen. Hier auch irgendwie. Ja, laufen wir nochmal hier weiter. Ach, und dann gehen wir hier nur einmal rum, ne? Also bevor wir uns hier diese Kacke anschauen, gehen wir hier weiter. Pinocchio, da wird doch gerade Pinocchio gebaut, oder? Wahrscheinlich nicht. Oh, das sieht auch schön aus. Das würde ich mir sogar irgendwo hinhängen. Richtig cool. Genau, jetzt laufen wir nämlich hier rum. Und das ist hier die Golden Gate Bridge mit einer zerstörten Freiheitsstatue. Genau. Ist da offen? Ist da zu? Oh. Wow. Okay. Das sieht aus wie Särge hier, hä? Also ziemlich flache zwar nur. Aber. Naja. Oh Gott. Was treibst du hier? Ja, frage ich mich auch. Verschwinde. Hier ist geschlossen. Hier ist das Böse. Böse! Wer bist du denn? Hier sind Dämonen. Überall. Danke. Dort oben. Im Zimmer des Herrn. Der Herr ist weg. Verschwunden? Okay. Was war das mir?
Wer schützt mich jetzt noch? Boah, bist voll geknallt. Einen Dämon höre, werde ich verrückt. Nein! Das war's! Ich bin verrückt! Ja. Oh Gott, wo ist denn der jetzt hingelaufen? Okay. Und wo kam der hier hinten her? Also irgendwie macht mir das hier schon wieder ein bisschen Angst. Aber wenigstens ist es nicht ganz so dunkel hier. Da kann man auch hingehen. Jetzt gehe ich erstmal da vorne hin. Da kann ich wahrscheinlich mein Blut abfüllen mal wieder. Ewiges Feuer, das alles durchströmt. Die Flamme läutet die Seele. Schütze die Unschuldigen und vollende den heilenden Stein. Reinige und läutere diesen Geist mit dem heiligen Feuer. Aha. War das jetzt Alexandria? Oder war das das Kind von Alexandria? Also ich bin mittlerweile der echt... Ich weiß immer noch nicht, was die da... Aha. Da kann ich runtergucken. Nur runter. Dann gucken wir mal runter. Ah, da ist irgendwas. Okay. Malen wir uns auf. Wo habe ich hier meinen Zettel? Ich habe hier so viel aufgeschrieben schon. Das ist total irritierend. So. So, und das da, wie so ein Kreuz mit einem kleinen Bobbel dran. Und so ein komisches Seil, Lasso oder so. Oh, das habe ich jetzt falsch gemalt. Und nochmal so. Und dann so eine komische Glühbirne. Als Blume, keine Ahnung. So. Und mit dem Unendlichkeitszeichen, auf das dieses Let's Play unendlich lange dauern wird, beenden wir jetzt erstmal diesen Part, den ersten vom Saturnax. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.